So, und damit herzlich willkommen zurück zu Wolzen Lords of Mayhem. Ja, wir sind, waren in der letzten Folge, haben wir angefangen als mächtige Imperatorin oder was auch immer. Auf alle Fälle mit einer Ausrüstung. Ich wollte gerade sagen, mit einer Ausrüstung, die selbst die Imperatoren in Warhammer Universum blass aussehen lassen. Aber hier laufe ich jetzt eigentlich nur als Bogenschütze um. Okay, kann ich hier durch? Kann ich mit dem reden? Ich hänge fest. Hallo? Also, ich muss erstmal mit Valerie reden. I know that face. You've got a plan. All right, let's hear it. You need answers, and I don't think Malus will get you anything more than a rope around your neck. So, here's my plan. You wait for me in Stormfall. Easy enough, yes? Meanwhile, I meet up with our forces and I try to talk to Edric about the situation to see how we can convince our people that you're not a bloody demon. Agreed. I would rather appreciate not being executed. So, where do we meet? On the way here, I heard talk of an inn in Stormfall, the Laughing Seagull. I'll meet you there. Keep a low profile till then. So, jetzt dürfen wir mit denen reden. Why don't you let people in? For the 100th time, this city is already filled to capacity with refugees. We are not letting anyone in. Look, I really need to have access. Let me through. That's not how things work, friend. Only conscripts are allowed through. Order of the Merchant Prince Damascus himself. So you want fighters? I will fight. Now stand aside. You are serious, my friend. Well, all right then. Go through to the farmlands on the other side of the city. Anyone else want to fight for Stormfall? No. That's what I thought. So schnell kriegen wir ein neues neue Aufgabe und wir können jetzt lernen, wie man auflevelt. Also durch das Töten von Gegnern hast du ein neues Level erreicht. Okay, in dem Fall, weil ich mit dem geredet habe. Nutze die Taste C, um das Charakterblätter zu öffnen, weise 4 verschiedene Attributpunkte zu. Jedes Attribut wirkt sich auf verschiedene Aspekte aus. Und nutze die P-Taste, um die PST zu öffnen und Punkte zu verteilen. Okay, machen wir erstmal C. Charakterblatt. Alle Attribute können nach einem Level-Up erhöht werden. Du erhältst 10 Attributspunkte zum freien Verteilen. Die 3 Attribute mit den höchsten Werten erhöhen deine allgemeine Schadensoutput. Du kannst deine Attributspunkte mit Gold zurücksetzen und deine passiven Fähigkeiten mit unzeitlicher Affinität. Okay. Wildheit. Mache ich mal hier Zähigkeit. Kraftschild. Aha. Gesamtchancen kritischer Angriff. Tetritär. Quartär. Dein aktueller Wildheitsbeitrag. Die Anzeige repräsentiert deinen Fortschritt in Bezug auf. Okay. Primär. Sekundär. Weisheit. Ich habe keine Ahnung, was das Ganze heißen soll. Machen wir mal Wildheit. Und Beweglichkeit. Beweglichkeit ist immer gut. So. Bestätigen. Gesamte Wert Angriff pro Sekunde 9. Gesamtwert Zaubergeschwindigkeit. Okay, und das zweite war P. Hui. Pforte der Schicksale. Du erhältst einen passive Fähigkeitspunkt pro aufgestiegene Level bis zu insgesamt 89 Punkte sowie 2 weitere über den Champion von Sturmfall-Spielmodus. Verteile deine Punkte und klicke anschließend auf Bestätigen. Du kannst den Ring in die Pforte des Schicksals drehen, um das Ringinterface auf der linken Seite nutzen. Dadurch können deine einzelnen Knoten frei gewählt werden. Okay, wo sind wir? Wir können Gelehrter, erhöht die Konzentration, Wächter, Belastbarkeit, nochmal Wächter, Soldat, die Gesundheit, ausgegebenen 5 Punkte, Soldat und wieder Gelehrter. Also das ist so eher die Gelehrtengegend, das ist die Tankgegend, oder? Also ich gehe mal davon aus, Wächter ist Kraftschild, verdeckte Operative, zermürbende Strategie. Ich bin jetzt noch nicht ganz sicher. Gesundheit pro ausgegebenen Wutpunkt. Zerreißungsschäden, Widerstandskraft. Nahkampfwiderschaden. Projektilschaden. Okay, vielleicht sind Wächter dann auch die Bogenschützen. Das könnte auch sein. Verfeinerte Technik belastbar. Gesundheit pro ausgegebenen Wutpunkt.
Ja, dann machen wir das doch mal. Gut. Jetzt machen wir mehr Projektilschaden. Das kann ja nicht schlecht sein. Okay, und wir müssen jetzt einfach hier Sturmfall betreten und zum anderen Acker laufen. Jewel of the Sea. Let's see what you've got for me. Ah, new blood. Get to Mahabi's shop. He will have you geared up, courtesy of Stormfall. Ja gut, das, ich denke mal, das ist da, wo der Diamant ist. I am not a hero, you hear? See the light, or we throw you back. I'll have to fight for Stormfall if I'm to stay within the city walls. Okay, nee, den Mahabi haben wir hier irgendwo da. Quest abgeschlossen und wir kriegen dafür Belohnungen. Natürlich mit einem langen Bogen erstmal. Das ist dein Inventar. Jeder Gegenstand, der von dir aufgesammelt wurde, landet hier. Du kannst die linke Maustaste nutzen, um einen Gegenstand zu bewegen, oder die rechte, um Gegenstände direkt abzulegen. Um einen Gegenstand auf den Boden zu werfen, musst du den Gegenstand außerhalb des Inventars machen. Okay. Kriegen wir hin. Gesamtschaden, wir machen 4 bis 10 Schaden, während der angelegte Bogen weniger macht. Dann wechseln wir den aus. Sprüherlangbogen, kann man den auch gleich verkaufen? Nein. Ah, rechtsklick. Okay. Besser. Glaube ich zumindest. 18 Kraft. Ja, keine Ahnung, was. Ich weiß nicht, was Gesundheit und was Kraftschild ist. Aber es hat auf alle Fälle eine höhere Zahl. Ah, okay, die werden beide nacheinander ausgewechselt. Ist auch interessant. Und was ist das Katalysator? Keine Ahnung, was wieder Katalysator heißt. Armplatte. Armbinde. Ist das eine Armbinde? Rüstung der Gereinigten. Kann ich den jetzt auch da hinziehen? Nee, ich kann den tatsächlich nur auf den Arm ziehen. Okay. Tell your friends, Mahabis stand in the Palace District. Okay, jetzt reden wir mit der Archivarin. Hyperwürfel und Fähigkeiten. Du hast einen Hyperwürfel bekommen, welches ein uraltes magisches Objekt ist. Nutze die rechte Maustaste im Inventar, um den Hyperwürfel wodurch die Fähigkeiten erlernst. Du kannst die Hyperwürfel beim Demeter gegen urzeitliche Affinitäten eintauschen. Mit dieser Währung kannst du bei Demeter deine Fähigkeiten verbessern. Das Erhöhen einer Fähigkeit führt dazu, dass Modifikatoren freigeschaltet werden. Nutze S-Taste. Okay. So, wir dürfen wieder eine Quest-Belohnung wählen. Hyperwürfel Flügel des Ismir. Beschwört einen großen Speer, welcher aus dem Gegner fällt und Schaden verursacht. Oder eine Eisexplosion mit mittlerer Reichweite und allen Gegnern in der Nähe einfrieren. Oder Umgehung. Stürmt in eine entgegengesetzte Richtung des Cursors und lasst eine Bombe fallen, die Gegner in einen Effektbereich verlangsamt. Angriff verwendbar mit Dolch, Bogen oder Pistolen. Ach, okay, da steht auch noch mit was Zauberstab und das hier ist mit Schwert. Dann nehmen wir den hier, aber wir haben momentan nur einen Bogen. Okay. Hi, please don't touch anything. Okay, das ist Demeters Laden, auch bekannt als Archivarin. Sie kann urzeitliche Affinitäten, die du durch den Verkauf bei ihr erhältst, dafür benutzen, um das Level deiner gelernten aktiven Fähigkeiten zu erhöhen. Kann ich das jetzt lernen oder nicht? Engraving on this one. It's intact, even after so many years. Ah, ich habe das jetzt gerade gelernt, die Fähigkeit. Okay. Kann ich jetzt auch ausrüsten? Nein, nicht genug Wut. War ja klar, okay. Gehen wir mal weiter. Und jetzt betreten wir mal das Ackerland und dann werden wir wahrscheinlich weiterkämpfen müssen. Ihr solltet euch was sagen, oder? Between the Greens and your families. So stop sobbing and get ready for hacking. Make every blow count. But we're not even trained. How are we supposed to kill them? You use the sharp edge. Civilian. So. Another new conscript, huh? You look different from the others.
Oh, I know. You're not wetting your pants. How come? I've been on battlefields before. A soldier, huh? My lucky day. I need someone for a mission. Think you got what it takes? I'm listening. The Sfrir have penetrated two of the three defenses we built to stop them. Our last working Radiant turret on this side of Stormfall is in Sandor's barricade, north from here. Get to him and tell him that reinforcements will come. But his orders are to hold his ground at any cost. If his line breaks, the farmlands will be lost. The storm be with you. Don't look back. Okay, Stadtportal. Nutze die Taste T, um per Stadtportal. Okay. Those rumors. Dads walking and ghastly. Be vigilant! Hold position! These guards are as scared as we are! We won't see the sunrise tomorrow! Boy, come back here! You're gonna get yourself killed! Ich dachte, ich soll da hin. Komm, laufe da hin. Was können die mir schon großartig antun? Okay, das ist das Stadtportal, von dem sie vorher gesprochen haben. Ah, that must be Sandor's barricade. Die Welt von Worsten. Nutze die Taste M, um die Weltkarte aufzurufen. Wähle einen Wegpunkt, um dich zu dieser hinzuteleportieren. Okay. Wir waren hier, wir sind da. Das Hochland haben wir noch nicht. Okay, weiter. Please don't tell me you are the reinforcements. Maybe. I have a message for Sandor. He is inside, organizing the... Oh no. Greens! The Greens are coming! I'm going in. What? Wait, I didn't authorize. Das letzte Gefecht. Achtung, alle Gruppenmitglieder ärgern. Come on, men! Let's earn our keep! Time to show those Greens the color of the storm! Warm her up! I want to hear her sing! Now! Squad 2, to the west! Squad 3, in position! Here they come! Knock! Draw! Loose! It's not enough! Unleash the storm, now! Okay. Tunnelers, protect the cannon! To the north, push them back into the ground! Teilen wir mal die Kanone. Okay, so ganz spektakulär ist die Waffe jetzt diese Fähigkeit noch nicht. Squad 1, take the south! Squad 2 to the west! Show them the might of the storm! We'll live through this! Bleibt ihr hier? Spitters, take cover! Stand your ground! Don't let them get to the cannon! Ich versuche ja schon. Bleibst du da? Nicht auf die Kanone gehen, da hieß es. Noch welche? Ich glaube nicht. Ah doch, da kommt es. Da kommen noch welche. Ui, das ist ein großer. Not
Lasst ihr den armen Wächter da in Ruhe? Das hat euch doch nichts getan. So, und du bist auch. Neue Fähigkeiten. Schön, schön, schön. Als wäre nichts gewesen. Who the hell are you, soldier? Just a messenger. Some messenger you are. What's the message then? That the reinforcements are coming soon. Impeccable timing. Take their sweet time as we get hammered. We won't hold for much longer if they don't get here soon. There's more. Your orders are to stand your ground at any cost until they arrive. Are you serious? My men's morale is hanging by a thread. Their friends are dead. They are famished, wounded. We have one cannon that barely works and little to no arrows left. What am I to do? Those buffoons are sentencing us to death for no reason. We won't withstand the next bloody assault. You won't have to. Oh yes, and why is that? I'm taking the fight to them. Don't be ridiculous. Watch me. Und dafür haben wir gleich nochmal ein Level abbekommen. So, dann machen wir gleich nochmal Beweglichkeit rein. Das ist ja nicht schlecht gewesen. Dann. Also ich glaube, das ist gut. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bonusschaden durch Beweglichkeit, ja, das ist doch, glaube ich, gut. So, was haben wir jetzt hier? Jetzt verzweigt sich das schon. Wir können hier Projektilschaden nochmal plus 15% oder Reduzierung der Abklingzeit für alle Fähigkeiten. Ich werde hier weiteren Bonusschaden machen. Abbruchwart bestätigen. Okay, dann bringen wir den Kampf zu denen. Da scheint ein Boss zu sein. Aber da komme ich nicht. Da komme ich nicht weiter. Okay, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als in die Richtung zu gehen. Wenn die beiden Herren mich da nicht durchlassen. They have a giant burning one leading them. It will fry you alive. I'm not letting your men die, Sandor. So, ich habe jetzt noch weitere Fähigkeiten bekommen. Überwürfel, Stich der Kreorion, das ist ja das, was ich habe. Mache ich den jetzt besser? Ich weiß nicht. Verzehrende Asche, beschwört einen Feuerball, welcher in eine gerade Linie von dir wegfliegt. Aber den kann ich nur benutzen, wenn ich einen Dingsbums habe. Zauberstab. Schade. Also das Skillsystem muss ich mir nochmal genauer anschauen. Das habe ich jetzt noch nicht hundertprozentig gerafft, aber es hat auf alles Potenzial. Und das Tolle ist ja, dass man nicht so festgefahren ist wie in Diablo, sondern man kann im Prinzip alle Klassen erreichen. Das wird vielleicht, oder alles erreichen irgendwie. Es kann natürlich dann darauf hinauslaufen, dass es dann so festgeschriebene Skills gibt wie. Nur das, das und das ist wirklich sinnvoll und alles andere ist Käse, aber. That explains a lot. I must find it and stop it. Aber das Gute ist, man hat gleich von Anfang an so eine Overpower-Fähigkeit. Das macht doch schon mal Spaß. Jetzt auch kaputt machen? Ja. Das
So, damit sollte der Nachschub hier abgeschaltet sein. Kann man die auch automatisch anzeigen mit Shift? Also jetzt habe ich alles aufgesammelt. Aber es ist auf alle Fälle mal eine Abwechslung zu Diablo, was man jetzt fast ja schon speedrunnen kann. In all den Jahren. Wo es nur noch darum geht, auf Effizienz zu skillen. Hier kann man noch ein bisschen was erforschen. Das ist doch richtig nett. Okay, da unten haben wir es. So. Aber was wir hier unten finden, wenn wir überhaupt hier irgendwas finden, da kriegen wir einen Buff. Das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich sage danke, dass ihr zugeschaut habt bei diesem Angespielt der zweiten Folge von Walton, Lord of Mayhem. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und wenn ihr sie nicht verpassen wollt, beziehungsweise vielleicht ist sie ja schon auf der rechten Seite verlinkt. Ansonsten abonnieren, dann werdet ihr sie nicht verpassen. Wenn ihr natürlich auch das kleine Glöckchen läutet. So, wir sehen, hören und spielen uns dann bei der nächsten Folge. Macht's gut und ciao, ciao.